Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Tombi 2. Ja, wir haben heute den, ich glaube, wir haben heute den 20.01. Warte, ich guck gerade mal nach. Wir wollen das ja alles richtig stellen. Ja, der 20.01. Ein Samstag. Und ja, das erste Mal für dieses Jahr, dass ich wieder aufnehme. Ich war nämlich in letzter Zeit sehr, sehr faul aufnahmetechnisch. Es hing auch, sagen wir mal, ein bisschen mit dem Spiel zusammen, weil ich halt nicht wusste, wie ich weiterkomme und ich hatte auch keine Lust, mich da irgendwie zu informieren. Aber das habe ich jetzt gemacht. Ich habe mir ein kleines Walkthrough nicht durchgelesen, sondern geguckt, wie ich jetzt irgendwie ein bisschen weiterkomme. Habe mir zwei Sachen, habe ich mir rausgeschrieben, das dritte habe ich noch im Kopf. Aber das erste, was wir machen sollten, ich weiß auch nicht ganz genau, ob das jetzt... Sachen sind für... Also ich habe gelesen, ich muss nochmal von neu anfangen. Ich habe gelesen, es gibt Sidequests und es gibt halt normale Hauptquests. Jetzt weiß ich nicht, ob das zu den Sidequests gehört oder zu den Hauptquests. Auf jeden Fall sind das Sachen, die wir noch ja, erledigen können. Und das werde ich jetzt tun, denn wir müssen zurück zu den Rohren. Oh Gott, ich muss jetzt erstmal hier wieder mit der Steuerung klarkommen. Und ich sollte mir vielleicht mal gerade hier mein Aufnahmegezumpel rüberziehen, damit ich sehen kann, wie denn meine Stimme so ist. So. Übrigens ein frohes neues Jahr, falls wir uns noch nicht irgendwo hier, gesehen und gehört haben wir uns, glaube ich, noch nicht. Auf jeden Fall müssen wir zurück zu den Rohren und da dürfen wir eine Kartoffel kochen. Ja, eine Kartoffel kochen. Dafür sind die Dinger nämlich da. Aber wie soll ich darauf kommen? So. So, und wo können wir die Kartoffel kochen? Genau, nämlich hier drüben. Nach links möchte ich. Es ist auch ganz komisch, dass man hier nicht nach rechts dann einfach gehen kann. Ach genau, da müssen wir jetzt erstmal... Genau, da müssen wir jetzt erstmal hier das runter machen. Jo. Schnell runter, wieder. Eieiei. Ah, ist aber unten geblieben. Das ist sehr schön. So, und hier können wir jetzt eine Kartoffel kochen. Und zwar... müssen wir erstmal die Kartoffel finden. Vertockel. Kartoffel. So. Und jetzt haben wir eine halb... Warum ist die halb gar? Und warum geht hier mein WhatsApp? Ich hab doch... Ja, nee. Okay. Ja gut. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht allzu laut war und ob das, dass das nicht noch öfters passiert. Ich kümmere die jetzt nochmal. Okay. Weil ich möchte nämlich keine halbgare Kartoffel haben. Ich hätte schon gerne eine gare Kartoffel. Gekochte Kartoffel, okay. Beste Kartoffel, fertig. Und diese Kartoffel müssen wir jetzt zurückbringen. In das Dorf. Also nicht in das Fischerdorf, sondern in das Dorf hier. Wie nennt man das denn? Was ist das für ein Dorf? Ich weiß nicht, wie man das nennen kann. Das ist so ein Untergrunddorf halt. So. Und hier muss es jetzt irgendwo einen Koch geben. Dem dürfen wir dann diese Kartoffel in die Hand drücken. Das sieht eigentlich schon sehr nach irgendwas... Wer bist du denn? Ja, du bist mal kein Koch, aber wir quatschen trotzdem mal mit dir.
Wenn ihr meinen Sohn seht, schickt ihr ihn bitte heim. Ich mache mir Sorgen. Okay. Wir haben bisher noch keinen Sohn gesehen. Tja, wo könnte denn sich hier ein Koch befinden? Wo könnte denn hier... So eine Mensa oder sowas sein. Oder halt so ein Restaurant. Wie das hier könnte doch sowas sein. Nee, da war der Typ mit der Vase. Ist der doch in dem großen Haus drin? Da muss ich ja alle anquatschen. Na gut. Großer Schuppen. So. Wo willst du denn hin? Eine Leichtmetallbahn? Dafür bräuchte ich Metall für eine Legierung. Habe ich vielleicht irgendwie sowas? Ah, das hätte der da bestimmt selbst. Die große Sicherung ist doch bestimmt oben für dieses eine Haus gewesen. Aber das ist scheiße, dass das jetzt schon so lange her ist, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Der Fischer, den wir trafen, war stolz auf seine Nixenschuppe. Das ist schön. Nee, du bist nicht der Koch. Habt ihr schon das Essen des Kochs probiert? Es ist toll. Und es hat prima Nebenwirkungen. Pupserizis oder was? Ja, auf jeden Fall, wir sind schon auf der richtigen Spur. Wo ist der Koch? Wo ist der Koch? Tja. Die Kamera ist jetzt auch nicht so geil hier. Komm hier rein. Cafeteria, das hört sich doch gut an. Waren wir hier schon mal jemals drin? Wie komme ich denn zu dem Typen hin? Ah. Okay. Wenn du lachst oder weinst... Lachs. Weil Cafeteria, Fisch, hier überall Fisch rum. Wenn du lachst oder weinst, koche dir Kartoffeln für ein Kartoffelsandwich. Steak-Sandwich gegen Ölschmiere. Man brate ein großes Stück Fleisch in der Brennmaschine. Voila, ein Steak. Okay. Musik ist schon wieder kaputt. Unsichtbar. Versuch mal dies. Mache trocken Fischbrötchen in der Stadt der Fischer. Ark weiß mehr darüber. Okay, darf ich nicht hin? Doch, darf ich wohl. Ha! Ich habe Fleisch gefunden. Dann werden wir das gleich auch noch direkt braten. Was macht ihr da? Das hier ist doch kein Spielplatz. Tag, Herr Koch. Bin wieder da. Hä? Bist du das, Zippo? Wenn du Hunger hast, iss ruhig ein paar meiner gesunden Gerichte nach Geheimrezept. Das würde ich ja gerne machen. Nee, das würde ich ja gerne machen. Leider spinnt der Ofen und geht nicht an. Hast du ein Kochbuch da, wenn du die Zutaten bringst? Kann ich vielleicht etwas machen. So. Und du willst jetzt vertockeln haben, ne? Meine Gerichte sind gesund. Je nachdem, was ich reintue, können sie alles heilen. Was machst du? Okay. Puh. Oho, ich habe ein paar Zutaten. Ich zeige dir, was ich kann. Jo, durch den ganzen Tisch mit dem Schwert. Na los, bring mir was Gutes. Nee,
Na los, bring mir was Gutes. Es ist so schwierig, das auseinanderzuhalten. Okay, wir haben ein Kartoffelsandwich bekommen. Wenn ihr noch andere Zutaten findet, bringt sie mir auch mit. Kann ich hier mit dir auch schon... Kann ich dir das Fleisch schon geben? Ich dachte, das müsste ich unten machen. Ja, Tatsache. Hm? Willst du das Fleisch braten? Wenn ja, kann ich dir Essen machen. Dass die Ölschmiere heilt. Ja, du sollst mir Essen machen. Du sollst mir nicht nur erzählen, dass du das kannst. Wenn ja, kann ich dir Essen machen, dass die Ölschmiere heilt. Er tut es aber nicht. Ah, ich muss es wahrscheinlich erst selbst braten. Moment, ich kipp mir gerade was zu trinken ein. Ich muss das wahrscheinlich erst selbst braten und dann kann ich dem das geben. Das heißt... können wir eigentlich schon die blauen Kisten öffnen? Nee, ne? Das waren nur die roten und die grünen. Verschlossen, ja. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal runter, braten das Fleisch, kommen wieder zurück. Lassen uns das Fleisch zubereiten. Ja. So, das war die Waschmaschine. Mischmaschine. Ist das der Ofen? Brennmaschine. Öffne den Deckel, den du... Ja. Genau. Und da... möchte ich jetzt gerne das Fleisch reinlegen. Ich bin immer noch überlegen, ob ich jetzt beide direkt braten soll. Dass wir das irgendwie noch für was anderes brauchen. Zu rohes Fleisch erhalten. Das ist so dumm, dass man das doppelt braten muss, ne? Jetzt muss ich das viermal da reinschmeißen. Oder sogar noch öfter. Das sah doch schon voll lecker aus. Ich weiß nicht, was ihr da habt. Sieht nicht anders aus als vorher. Nochmal! Hallo. Jetzt muss ich das denn da reintun? Oder hatte der Typ hier hinten rumgemeckert, da ist nicht genug Saft drauf. Es gibt zwar viel Kleiderarten hier, aber Vogelkleider gibt es in der Stadt der Fischer. Ja gut, dann schmeiße ich das jetzt noch ein paar Mal da rein. Und hoffe, dass sich da jetzt irgendwas ergibt. Das ist jetzt das vierte Mal. Da war ich noch einmal. Und nach dem einmal... gehe ich zu dem Typi. Weil ich habe jetzt keine Lust, das irgendwie zehnmal da reinzustecken. Nein! Aha. Das Falsche benutzt. Das ist jetzt natürlich scheiße, weil ich nicht mehr weiß, welches ist. Nein. Ach, Kacke, ey. Oh. Ich hoffe mal, das ist jetzt egal.